Hallöchen, Leute! Und herzlich willkommen zum neuen Motovlog. Oder wie dieser Scheiß heißt. Es ist mal wieder soweit, es geht wieder los. Er ist wieder hier, in seinem Revier. Und unmusikalisch ist er auch. Aber das ist doch völlig Latte, sag mal. Nach all der Zeit, ich meine, ich wollte ja schon wieder eigentlich viel früher ein Video machen, aber ja, die Zeit war nicht da. Ich wollte unbedingt, vor allem nach so einigen Geschehnissen, wollte ich unbedingt wieder was loswerden, aber ich hatte keine Zeit, ey. Das regt mich auf und zugleich möchte ich mich auch dafür entschuldigen, weil ich dieses Jahr eigentlich ein bisschen aktiver sein wollte. Drum machen wir es jetzt aus hier. Auch guck mal, zum Vatertag gibt es hier richtig schön mit Mucke und erstmal schön um 10:30 ein Bierchen. Ja. Ach, Mensch. Also erstmal up to date. Die Abozahlen, sie wachsen. Ich möchte alle Neuankömmlinge begrüßen. Ganz besonders ins Auge gestochen ist mir die Melanie. Das ist, also ich meine, ist ja was Besonderes, wenn schon ein weibliches Wesen sich sowas pädagogisch Wertvolles reinzieht, dann möchte ich auch wenigstens diese Person oder diese Dame namentlich grüßen und willkommen heißen. Hallo Melanie, ich begrüße dich hiermit sehr. Wenn es wieder geht um Thematiken wie Sexualpraktiken, Brüste und andere anregende Dinge. So, was ist so geschehen? Also das eine, was ich überhaupt loswerden wollte, wollte ich noch am selben Tag machen, aber wie gesagt, hat ja die Zeit gefehlt. Ich fahre so schön durch die Gegend. Man muss sich denken, ich komme von der Bundesstraße und will auf die Autobahn. Ja? Das geht dann so in so einem Schlenker rauf. Vorher ist es zweispurig mit einer Ampel, wird dann zu einer Spur und dann geht es halt auf die Autobahn rauf. So. Ich fahre linke Spur. Ich sehe, weiter vorne sehe ich rechts ein LKW hoch, sehe ich rechts ein LKW, gut, ich bin so mit durchschnittlich 90 gefahren, über Geschwindigkeitsbegrenzung und Überschreitung wollen wir jetzt nicht reden, aber ich bin 90 gefahren, der Kollege ist halt, keine Ahnung, 60 gefahren und auf der rechten Spur. Es ist so, dass meine linke Spur auf die rechte dann führt, also ich muss dann später, um auf die Autobahn zu kommen, auf die rechte wechseln. Ja, denke ich mir, okay, das schaffst du doch noch ganz easy, an ihm vorbeizuziehen. Gib also Gas und will halt noch links an ihm vorbeiziehen. Was macht er? Er fährt über die Kreuzung rüber, quasi schon auf die Auffahrt drauf und ohne zu blinken zieht er einfach nach links. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil er muss ja eh wieder nach rechts, weil es ja von da aus dann auf die Autobahn geht. Er zieht einfach nach links. Das tut er aber, während ich quasi schon an seinem Hänger hinten bin. Oder genau neben seinem Hänger hinten bin. Er zieht einfach rüber. Ich lege eine Vollbremsung hin und mache einen Easy Breakdance erstmal über die Spur. Ich habe mich nicht hingemault, aber ausgebrochen die ganze Kiste. Oh, wir werden erstmal eine Runde tanken, glaube ich. Ausgebrochen die ganze Kiste. Also die ganze Kiste, was sehe ich denn hier? Ja, der kann das nicht. Ja, und was das war, dann schauen wir mal meinen Schock. Mein Schock von diesem Bastardo. Bastardo del LKW-Fahrer. Haben Sie dicke Möpse? Was habe ich denn jetzt hier? Super, okay. Muss ich gerade nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt Diesel nehme. Schnubbeldiwups. So, werden wir eben das finanziell erledigen. Und mit wir meine ich mich. Zack, zack. Zack. Und bis gleich. Aufnahme. So. So. Ja, das so viel dazu zu dem Erlebnis. Habt ihr denn schon mal so ein Erlebnis gehabt? Also habt ihr schon mal eine brenzliche Situation Alter, was ist denn hier los?
irgendeine brenzlige Situation gehabt, wo irgendein anderer Verkehrsteilnehmer übelst gepennt hat und euch erstmal fast vom Bock geholt hat? Eigentlich muss ich sagen, neben der ganzen Wut, die sich da angestaut hat, habe ich mir schon fast ein bisschen in die Hose geschissen. Also hätte er durchgezogen und hätte einfach voll links rübergezogen bis zum Anschlag, also den Spurwechsel quasi komplett gemacht, könnte man eigentlich offiziell sagen, wäre ich mal richtig fett am Arsch gewesen. Aber ich weiß nicht, was er, ob der besoffen war oder irgendwas, der hat halt einfach so rübergezogen, so bis zur Hälfte, sage ich mal. Ich hab da halt noch übelst die Bremsung hingelegt und bin zwischen ihm, also kann man sagen auf der Hälfte der Spur, zwischen ihm und der Leitplanke wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her gefetzt. Immer gebremst, losgelassen, immer hin und her. Ey, was ist denn hier los hier? Ey, ihr Schlampenfest oder was am Herrentag? Ja, und das nächste und überhaupt das absolute Überthema dieses Mal ist ja wohl widerliche Menschen, und damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht die fetten Schweine, nein, das gibt echt noch, also ich habe echt was gefunden, was noch widerlicher ist und noch verkommener als fette Schweine. Und das hat sogar einen Namen, das nennt sich Rosa Alexandra. Es ist unglaublich. Also was habe, also ich habe ja schon einige eklige Sachen gesehen, aber der Typ oder die Olle oder das Ding, was auch immer das darstellen möchte, ist ja wohl die absolute Krönung. Es ist ja, geht da so ein bisschen viral gerade, also vor allem dieser, der hat so ein Hundekacke-Lied gemacht. Ja, und in diesem Lied, ich gucke mir das so an, so denke, ja okay, das ist jetzt, also erstmal, das ist ein Typ, der sieht aus wie, lass ihn 50 sein. Wahrscheinlich ist er ein bisschen jünger, aber da er so verkommen ist und so übelst abgefragt ist, er sieht aus wie 50. Übelst dürr, zieht sich eine Perücke an, oder vielleicht sind es auch seine echten Haare, weiß ich nicht, macht sie so zum Zopf und so, links und rechts wie Pippi Langstrumpf. Und dann zieht er sich Weiberklamotten an, nennt sich Rosa Alexandra und macht ein Lied über Hundescheiße. Und dabei geht er wirklich raus und krabbelt so in der Hundescheiße rum und singt dabei, ja, Hundekacke frisch aus dem Darm, yeah, und voll geil. Ey, und dann langt, also ich sag mal, ich bin jemand, der sehr schnell auf sowas reagiert, also ich bin da sehr empfindlich, ja, wenn ich jemanden jetzt so ausgiebig kotzen sehe oder irgendwie gesagt jemanden, der mit Scheiße spielt, dann da kommt bei mir auch sehr schnell der Würgereflex. Ja, und der spielt halt so ein bisschen mit Kacke rum, so trockene Kacke, dachte mir, okay, ist jetzt nicht so geil, aber ist noch okay zum Angucken. Und dann langt er einfach mal so voll in so ein dünnsches Haufen und zerschmiert das auf der Mauer und macht daraus so ein Herzchen, ne? Ey, ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Da habe ich erstmal gewürgt, weil auch seine ganze Hand voll mit Scheiße war. Bisschen gewürgt so. Dann hat er auch noch weitere Videos. Aber wie gesagt, ich will gar nicht jetzt vorgreifen, denn wir machen heute ein kleines Projekt. Ich habe noch eine weitere Kamera mit und mein iPad. Und ich werde mir jetzt hier gleich irgendwo ein schönes Plätzchen suchen. Und dann werden wir ein kleines Reaktionsvideo machen. Von dieser Scheiße. Und ich glaube, da ist doch der Parkplatz hier von Bauhaus genau das Richtige für mein Vorhaben. Widerliche Sau. Ach, okay, nee. Also, und da fehlen mir echt die Worte bei dem Typen, aber also ich habe jetzt mal drei Videos runtergeladen, auf mein iPad gezogen. Zwei davon kenne ich schon. Das dritte ist neu, das kenne ich selbst noch nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was mir die Schuhe ausziehen wird. Was ist da das zu? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch mal. Ne, ich weiß nicht, lieber nicht. Ja, fahren wir mal hier hin, mal gucken, was da los ist. Mal gucken, was hier los ist in der Natur. Vielleicht finden wir hier ein kleines Plätzchen. So. Ich glaube, hier können wir das einfach mal machen. Schön abgeschieden. Da sieht wenigstens keiner, wie so ein Vollidiot in seinem Helm hier rumsitzt und rumwirkt. Oh. Ja. Ist der Drive-In-Schalter vom Bauhaus, ne? So. Ich werde das dann mal schnell vorbereiten hier. Und mich dann in die Hasenscheiße setzen.
Das ist doch ein Zeichen dafür, der Hase hat doch dann auch seine Vorlieben, wenn er es schafft, extra oben auf die Mauer zu kacken. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ich meine, ich sag bis gleich, für euch ist nur ein Schnitt entfernt. Spaßt. So. Alles vorbereitet soweit. Ich werde mich mal hier niederlassen. Von zu eine Kamera und nochmal ein bisschen von der Entfernung aufzunehmen. Wie ich jetzt überhaupt darauf komme, das zu machen, es war ja, abgesehen davon, dass ich diesen Typen überwidrig finde, widerlich finde, gab es einen Kommentar unter meinem Video, unter Folge 16. Das ist, glaube ich, jetzt die letzte Folge, die vorletzte Folge gewesen. Und da hieß es, ich sei, Alter, du bist ja pervers oder irgend sowas hieß das da. Ich kann es auch nochmal einblenden, das Originalkommentar. Und ja, ich frage mich, also ich nehme ja schon die Kommentare, ich lese mir die ja auch durch und so, ja, also die paar, die es da gibt. Und da muss ich mich natürlich fragen, ja, warum? Also was meint der jetzt damit? Ich meine, woran macht er das fest? Ich gucke Weibern hinterher, gibt dabei Geräusche von mir, ich rülps ab und zu ein bisschen in den Helm und ich muss jetzt mal feststellen, ich glaube, das ist alles irgendwas, was jeder von euch Lappen irgendwo macht. Wenn ihr mit einem Kumpel zusammen seid oder bei euch im Zimmer und ich mach's halt in meinem Helm und wenn ich unterwegs bin und halt's auf Kamera fest, weiß ich nicht, warum man dann so ein ja, ökologisch angehauchter Bastard sein muss und äußern muss, dass ich pervers sei. Ich glaube, pervers ist was anderes. Und das ist nämlich jetzt der Punkt. Pervers ist jetzt was anderes. Und zwar das, was wir uns jetzt gleich reinziehen werden. Rosa Alexandra, meine Damen und Herren. Mir wird jetzt schon komisch, wenn ich. Boah. So, muss man irgendwie so, dass die Sonne vielleicht nicht so blendet. Ich hoffe, man kann es überhaupt ein bisschen erkennen, was ich jetzt hier mache. Wir fangen mal an mit der City-Toiletten-Challenge. Und zwar begibt sich Rosa Alexandra in die City, geht zu einer City-Toilette und leckt die City-Toilette ab. Der Bastard leckt der leckt die City. Egal, ich mach's einfach mal an. Ist nicht so gute Qualität. Ist ja schließlich alles von Facebook gerippt. Ich glaube, den Ton hört man so nicht, aber ich probier's mal. So, meine Damen und Herren, los geht's. Ja, gib's mir. So sieht euch das an, Alter. Richtig mieses City-Klo. Und die Krönung ist einfach mal da unten der Scheißhaufen mit dem Papier. Wird jetzt schon wieder ganz anders, ey. Seht euch das an. Oh. Alter, der leckt. Der leckt das wirklich ab. Boah. Der leckt das ab und das Schlimme ist, dass er sich am Ende noch das vollgeschissene Papier nimmt und sich damit die Schnauze abwischt. Mit dem braunen Stück Papier. Was ist kaputt? Ich verstehe das nicht. Also. So, aber es geht noch weiter. Nicht nur, dass er sich jetzt da in dem City-Klo die Vorspeise gegönnt hat. Ein Auto. Na egal. Nee, er geht noch weiter und er holt sich eine 5-Minuten-Terrine, nennt es dann eine 5-Minuten-Pissrine. Und zwar macht er sich schön mit einem Tauchsieder die Pisse warm und macht sich mit ein paar extra Zutaten eine schöne 5-Minuten-Terrine. Sei ja jedem so gegönnt, ne? Ey, Hippies. Ach, drauf geschissen. So, fangen wir mal an. Die 5-Minuten-Pessrine-Challenge, ja, geht schon mal los. Ein richtig schöner, goldener Schuss. Und vor allem das Glas ist auch richtig cool. Er macht da sich immer das Crack drin warm. Ihr müsst euch den Typen angucken, ey. Also, allein das ist jetzt schon eine Tatsache, dass es widerlich ist, dass er das mit Pisse macht. Aber jetzt, was ist das? Er nimmt sich einfach Hundescheiße. Er grabt sich einfach die Hundescheiße ab. Ja, mach mal schön Rinder, genau die Suppe. Na, das schmeckt, oder? Gott. Du Bastard.
du Töle. Du miese Töle. Vor allem kommt der, oh Gott, der kotzt da rein und dann ist er trotzdem weiter. So, das ist pervers. Das ist abartig. Das, und dann, gut, in dem Sinne, ich muss dir eigentlich recht geben, ich bin doch pervers, allein, dass ich mir dieses reinziehe. Du Hurensohn. Guck mal, auch hier schöne Schleimstücken Rinder. Na komm, da geht doch noch was. Dieser Bastard. Es ist unglaublich, ey. Guck mal, oh, der Schle. Gut, das machen wir aber auch. So, das war die 5 Minuten Pissrine. Und um mir jetzt den Rest zu geben, ein Video, was ich noch gar nicht gesehen habe, das nennt sich das Kotzomelett. Du krankes Stück Scheiße, also. Nee. Ach, krieg schon Grieben überall. Das ist das Kotzomelett. Das hatten wir ja gerade. Wo ist denn das Kotzomelett? Das hier ist das Kotzomelett. Gut, es soll Leute geben, die machen das wirklich so, ja. Also die trinken ja auch Eier. Hier Sportler unter euch, ne? Bei so einem schönen Energieschub. Ja, nimm's mal in die Hand. Oh, du bist ja so ein widerliches Stück Scheiße, ey. Na ja, komm. Das ist so ein abgefuckter Typ, ey. Alter. Jetzt macht das schön warm, ja? Schönes Omelett. Ja, aber einen elektrischen Satz, aber einen elektrischen Salzstreuer gönnt er sich. Ja gut, ich finde, das war jetzt nicht so krass. Aber wir halten fest, es ist einfach ein richtig krasser Hurensohn. Ein richtig ekelhafter Typ. So. Und jetzt nochmal die Frage, was ist denn jetzt bei meinen Sachen, was ich mache, pervers? Also meine Fresse, ey, haltet mal die Schnauze. So, haben wir das auch erledigt. Und das Krasse ist, der Typ kommt hier auch aus Berlin, ja? Der kommt hier echt auch aus Berlin. Und der macht dann noch andere Sachen, ey, dieser widerliche Hund. Mit der Hundekacke da rumspielen, ey. Kranker Typ. Ups. Ach, scheiße, das war jetzt natürlich auch wieder pervers. Halt die Fresse. So, wo sind jetzt eigentlich, es hat so schön angefangen, wo sind denn jetzt die Bitches? Die Bitches. Eine Milf. Eine mopsige Milf. Ja, scheiß Roller. Ah, dann auch mit Hänger, du fette Sau. Scheiß Roller. Roller ist scheiße, egal auf welche Weise, ob einzeln oder mit Hänger. Ich bin der Rollerbänger. Oder wie auch immer. Mensch, ist das idyllisch hier. Ist das schön. Ist das schön. Ach, wir sind jetzt hier am Britzer Garten, da könnten wir eigentlich mal eben so über den Parkplatz flanieren und uns mal ansehen, ob da nicht irgendwas ist, was mein Gemüt doch wieder, ja, ein paar Gretchen nach oben treibt. Das ist ja richtig voll. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Na, ob sich das lohnt, meine Damen und Herren, ob sich das lohnt, ist hier die Frage. Na, was machen wir hier? Ihr Schweine. Na, gucke mal. Ferdinand ist auch am Start, das ist alles gut. Ey, Ludwig. Ach, so viele wunderschöne Menschen.
Zuschauer der ersten Generation, der ersten Folgen wissen ja, dass ich, oh, Maps, ich glaube, die war schwanger, der ersten Generation meiner Videos wissen ja, dass ich überhaupt ein Fan von Menschen bin, ne? Ich liebe ja die Geselligkeit und wir fahren mal noch mal richtig schön zum Eingang und gucken mal, was da los ist. Wir gucken uns das mal richtig an. Ich grüße euch alle und einen schönen Vatertag, ihr Ratten. Ja, komm, wir gehen mal schön in den Britzer Garten und flanieren etwas herum. Wir flanieren und können's probieren, ihr Schweine. Ach ja, der Rain begibt sich unter das Fußvolk. Essreich. Ey, du fette Sau. Vatertag heißt, alleine mit dem Kind weggehen, ne? Alles klar. Alles klar. So, meine Damen und Herren. Wollen wir gleich mal hier eine flinke Verdrehung machen. Wir parken auch im Wendekreis. Ne? MC Glatzkopf. Oh, eine pornöse Haltung. Die Captain Morgan Haltung. Elegant, um ihr von hinten einen einzufädeln. Oh, so wieder schön voll schlank. Ja, beschütz mal deine Mutti. So, wir können. Richtung Gropius. Ah, da fällt mir auch gleich das Kino ein. Und wo mir Kino einfällt, ein Film, den ich ja unbedingt sehen will, der dann demnächst rauskommt, ich glaube am... schieß mich tot. Ich glaube am 26. Mai. Warcraft, der Film. Also das, was man in den Trailern sieht, ey, das lässt mich doch wirklich, ja, in einen Zustand der Geilheit verfallen. Richtig geil. Ich meine, ich mit meiner Zockerkarriere, mit jahrelangen WoW-Spielen, ist es natürlich ein Muss. Und vor allem, also ich bin der Meinung, oh, das war eine Katze. Ich bin der Meinung, dass der Film, der toppt auf jeden Fall auch Herr der Ringe. Ist meine Meinung. Und vor allem, es hat ja so viel Potenzial, dieser ganze Scheiß um WoW. Also, du kannst so, die können so viele Filme daraus machen. Allein der Film jetzt ist ja nur schon die Vorgeschichte, wo World of Warcraft beginnt. Und überleg mal, was die da alles durchziehen können mit den ganzen Leuten da, mit Lich King und Onyxia und Nefarian und ach und allen. Da gibt es ja so viel zu machen. Und so viel zu sehen und zu erleben. Da freue ich mich drauf. Wenn man überlegt, also alle diejenigen von euch, die WoW damals gespielt haben, man hat ja schon öfters mal immer so guckt, ja, WoW, der Film, müsste eigentlich mal einen Film geben, ne? Man hat ja selber immer gehofft, dass es von dieser Cinematic Graphic, also von diesen Vorfilmchen, die es mal beim Spiel gab, dass in diesem Grafikstil mal ein Film kommt, jetzt waren es halt mit echten Menschen. Und dann hieß es ja damals schon 2008, glaube ich, hieß es ja schon mal von wegen, ja, es kommt ein Film. Ne? Aber jetzt kommt er. Und ich bin da richtig spitz drauf. Richtig spitz. Spitz wie Nachbar Schlumpi. Du Tier, du fette Sau. Oh, Knackarsch. Oh, Fettarsch. Was hier los ist. Das ist ja richtig ein Remix hier. Ein Remix. Aus verschiedenen Ärschen. Hier geben sich die Ärsche die Klinke in die Hand. Ein Mix aus Fett und Dünn. Moppel fährt Fahrrad. Wo sind die Chicksen? Ja, Melanie, ich spreche jetzt mal direkt an. Ich hoffe, dass das jetzt unterhaltsam für dich ist, ja? Dass das genau das ist, was dein Herz begehrt. Dann bin ich glücklich, wenn du glücklich bist. Da stecken wir jetzt ja in der Bredouille, oder auch nicht? Na, ich hab mal vor, nochmal. Prism-Akku fast leer, siehst du das? Für mich das Zeichen, bald Schluss zu machen. Aber nochmal das letzte Thema, und zwar habe ich ja nochmal vor, das Gaming-Ding nochmal anzugehen, aber ein bisschen anders. Also, ich habe mir jetzt extra so eine Capture-Card bestellt, mit der ich ein bisschen besser aufnehmen kann. Und wie es halt jeder Vogel so macht, der immer sowas macht mit Let's Plays und so, habe ich meine halt Musiksachen ausgepackt, also mein Membranmikrofon, blablub, und habe mir jetzt nochmal so ein Audio-Interface bestellt und damit werde ich dann schön. Ich glaub's ja nicht, okay. Werde ich nochmal schön
in guter Qualität versuchen, das zu machen. Ja. Ja, und so werde ich das dann tun und überhaupt. Verzog! Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Da drüben sind Möpse. Da. Eine Milf. Eine Milf. Ich fange nochmal an. Und zwar, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn es ein bisschen unstrukturiert war. Ein bisschen durcheinander. Nicht so viel Fahrerei und, egal. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen öfter das Video zu machen. Wo ist er denn? Ich versuche jetzt wieder ein bisschen öfter was zu machen. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, drückt auf den Abo-Knopf, das kostet nichts. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch und hadi, tschüss.